alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von Ja, finde ich. Wir haben mal wieder ein katastrophales Auto. Aber hör mal, du wirst bald arbeitslos, Philipp, ne? Warum jetzt schon wieder? Oder? Der Götz wird hier fremd gefilmt, muss mal ranzoomen. Du wirst bald arbeitslos halt, ne? Nee. Nein, da wollte ich gar nicht sagen. Guck dir das hier mal an. Guck dir das hier einfach mal an. Guck mal hier, jetzt hat hier jemand einen Ladebooster. Den haben wir da unten dazwischen gemacht, parallel überall drauf. Läuft nicht. War schon klar, als wir das gesehen haben, ne? Hier so, hier eine Batterie, da eine Batterie, ist ja noch nicht so schlimm. Messstand hier, hat man Batteriemasse genommen, zweimal abgenommen. Die Solaranlage geht da direkt auf die Batterie drauf. Hier geht der Wechselrichter auf der Batterie, wird auch nicht mitgemessen vom Messstand. Hier Kabel vom Wechselrichter, fehlende Sicherung. Dann hier. Solaranlage hier, ne? Da steckt er drin. Aber ich habe probiert hier vorhin schon. Guck mal, das steckt hier so drin. An der Endhülse, links brauchen wir nicht. Stecken wir so rein hier so. Ach, hier muss. Ja. Der Kunde sagt, hör mal, mein Batterien stimmt was nicht. Und. Nee, der kann auch was nicht stimmen. Die Brücke zwischen Batterie A und Batterie B nicht abgesichert. Oh. So, da geht. Kannst du mal von hinten filmen. Der Minus von der Solaranlage hat man auf dem Chassis geschraubt. Damit der ja auch vom Messstand auf gar keinen Fall mitgemessen wird, sondern ja, weiß ich auch nicht, wohin fließt. Ne? Unglaublich. Hier hat eine Fachfirma versucht, Messstand, der lag hier so, original so hier drin, ne? Messstand einzubauen, Ladebooster einzubauen, eine Solaranlage ohne Sicherung einzubauen. Wechselrichter ohne Sicherung und Co. einbauen, die Brücken nicht abgesichert, eine zweite Batterie beim Beisetzen passiert. Also hier geht jetzt wirklich nur, wir haben gerade ein Gespräch mit dem Kunden geführt, hier geht jetzt wirklich nur einmal raus, kriegt sowieso Lithium-Akkus rein, damit er vernünftig auch Saft hat, aber der Batteriecomputer, alles da muss erstmal raus, vernünftig gemacht werden, richtig angeschlossen werden. Und dann läuft er, hat der Kunde Traumauto, kriegt jetzt vernünftigen Ladebooster rein, in LBR60. Und dann auch vernünftigen Ladestrom, der vernünftig funktioniert, im Fiat. Dann ist das Problem auch behoben. Plus diese doppelte Ringladung, wie man auch immer nennen möchte, ist dann erstmal hier behoben. Ne? Wichtig ist bei so einem Messstand, da muss auch alles an Strom drüber fließen. Nicht nur die Hälfte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich zeichne euch das gleich mal auf. Ich will ja mal kurz zeigen, Batteriecomputer. Ne? So, jetzt haben wir hier Batterie 1. B1, B2, so nennen wir sie erstmal. Zwei Aufbaubatterien. Ja, dann kommt hier der B. Batteriecomputer kürzen wir jetzt mal. So, dieser Batteriecomputer kriegt hier ein Minus und hier geht der Minus raus. So, das heißt, wir haben hier ganz normal unsere beiden Plusverbindungen, wo die Brücke drin ist. Diese Brücke ist aber, wenn die Batterien nicht unmittelbar nebeneinander stehen, sondern wie in unserem Auto links und rechts im Fahrzeug, gehört auf beiden Seiten einmal hierhin und hierhin eine Sicherung, um das Kabel zu schützen. Sonst wäre das Kabel ja ungeschützt. So, dann haben wir hier den Minus. Dann haben wir hier die Minusbrücke. So, und dann geht man von dem Minus auf den Batteriecomputer. Und von dem Batteriecomputer gehen wir raus und gehen dann auf auf die CBE-Steuerung als Beispiel. So. Oder wir gehen hier Solar. Oder wir gehen hier zum Wechselrichter. So, das heißt, oder zum Ladegerät. Können wir noch ein Beispiel dabei machen. Ladegerät. So, von diesen Verbrauchern. Das heißt, der Batteriecomputer misst im Minus und misst immer das, was fließt. Prinzip da, wo auch der Strom wie ein Zähler, der funktioniert wie ein Vorwärts-Rückwärts-Zähler. Ne? Der macht nichts anderes, du sagst ihm hier, du hast 180 Amperestunden. So,
Dann lädt man den voll, dann weiß er, da ist der Vollwert. So, jetzt verbrauche ich hier über die CBE, verbrauche ich Strom, über einen Wechselrichter verbrauche ich Strom, dann zählt der rückwärts, dann zählt der Minus. Dann sagt er, okay, du hast jetzt so und so viel schon Fernsehen geguckt, zweimal die Haare geföhnt, du hast jetzt verbraucht 50 Amperestunden, dann sagt er, hey, ich habe noch 130 Amperestunden im Speicher, in meiner Batteriebank, das muss man ihm vorher sagen, sind Summe X an Prozenten. So, jetzt kommt gleichzeitig über Solar wieder Strom rein. Als Beispiel, wir haben jetzt 20 Ampere Solar gehabt. Das heißt, mein Speicher füllt sich um 20 Ampere. Sprich, wir haben dann 150 Ampere Stunden wieder in meinem Batteriespeicher. Das gleiche macht das Ladegerät oder wenn der Wechselrichter wieder verbraucht. Quasi, der zählt immer das, was reingeht, und er zählt das, was rausgeht aus dem Akku. Er rechnet daraus, wie viel muss ich haben, wie viel Prozent habe ich, beziehungsweise wie viel Speicher habe ich noch. Wenn man natürlich jetzt hingeht und man verbraucht als Beispiel, ich will das nochmal kurz erklären, als Beispiel, man verbraucht im Fahrzeug Kompressorkühlschrank, alles ist an, machen wir ein bisschen einfach für mich. Wir verbrauchen 10 Ampere fließenden Strom. 5 Ampere liefert die Solaranlage. Dann sagt unser hier, unser Batteriecomputer, unser Vorwärts-Rückwärtszähler, minus 5 Ampere. Das heißt, pro Stunde, wenn das jetzt konstant bleiben würde, 10 Ampere verbrauche ich, 5 liefert mir die Solaranlage dazu, 5 brauche ich aus der Batterie. Das heißt, der zählt pro Stunde 5 Ampere, beziehungsweise 5 Amperestunden von meinem Zähler rückwärts. So dass mir dann nachher ausgerechnet wird, wie viel habe ich wirklich im Speicher oder nicht im Speicher. So ist die Version, wenn er richtig eingebaut ist, so wie er auch jetzt eingebaut wird. So. Jetzt haben wir aber in dem Fahrzeug den Fall, dass dieser Batteriecomputer verbunden ist mit der CBE, machen wir doch mal weg, und mit dem Ladegerät. So, und vor dem Batteriecomputer ist jetzt Solar und auf der anderen Seite der Wechselrichter. Was passiert jetzt? Jetzt verbrauche ich hier oben wieder meine 10 Ampere. Kühlschrank läuft, Licht ist an. Meine Solaranlage liefert wieder meine 5 Ampere, das wird es gleich haben wie gerade. Dann steht auf dem Batteriecomputer minus 10. Weil er die 5 Ampere, die reinkommen, die Solaranlage aktuell liefert, gar nicht mitzählen. Die 5 Ampere gehen in meinem Speicher rein. Die werden auch gespeichert. Aber mein Zähler geht falsch, weil er sieht ja minus 10, weil die Solaranlage aufgelegt ist vor dem Batteriecomputer und nicht nach der Messeinrichtung, nach dem Shunt, nach meinem Vorwärts-Rückwärts-Zähler, so wie ich ihn getauscht habe. Und darum hat der Kunde dann so ein Chaos im Fahrzeug. Das gleiche ist, er verbraucht hier über den Wechselrichter mal eben kurzzeitig 2-3 Kaffee gekocht und, hat dann vielleicht irgendwo, ich sage mal, 15 Amperestunden verbraucht. Diese 15 Amperestunden hat er aber gar nicht runtergezählt. Wenn er zu diesem Zeitpunkt 150 hat, Amperestunden, aktueller Stand von den Dings, dann gehen die 15 Ampere aus diesem Speicher raus, aber er bleibt stur bei den 150 stehen, weil er kann diese 15 Ampere, die da für die 3 Kaffee gebraucht worden sind, gar nicht mitrechnen, weil die ja nicht über den Zähler laufen. Und das ist das Problem, was der Kunde im Fahrzeug hat. Der sagt, hör mal, ich habe 11,8 Volt auf den Akkus und er sagt, ich habe mal 86%. Klar, solange ich sag mal, in dem Fall, so wie wir es jetzt im Fahrzeug haben, läuft nur die CBE und der Ladegerät darüber, der Rest nicht. So, das heißt, das, was ich über mit meinem Licht, mit meinem Kompressorkühlschrank, das, was original am Werk über die CBE-Steuerung läuft, entnommen habe, das hat mein Zähler mitgezählt. Das, was ich über mein Ladegerät, über Landstrom geladen hat mein Zähler mitgezählt. Das, was ich über einen Wechselrichter verbraucht habe oder bekommen habe über die Solaranlage, haben wir nicht mitgezählt und dadurch entsteht das Chaos. Die Batterien sind leer, sagen aber, ich habe noch 86%, weil sie nicht an dem Messschandzähler vorbeigeflossen sind. Und das ist in diesem Fall das Problem, dass der Kunde da Riesenchaos hat und sagt, hör mal, ich habe mir noch mal ein Prozent verlassen, ich habe 86%. Ja, okay, die stimmen aber nicht, weil andersrum Strom geklaut worden ist. Das wollte ich nur mal da zu dem
ja, zu dem Fahrzeug mal erklären, was jetzt da das Problem ist. Und das wird jetzt vernünftig gemacht, so wie wir gerade aufgezeichnet hatten, dass alles über den Mesh-Up läuft, dass alles gezählt wird, was rein, was rausgeht. Und dann hat man einen sauberen, vernünftigen Zähler oder Anzeige beim Batteriecomputer, dass man auch weiß, was ist in meinem Akku drin oder was ist nicht drin. Ja, Philipp, das war's zu dem Thema Kastenwagen, Batteriecomputer richtig einbauen. Ja, wie gesagt, da sollten sich vielleicht der ein oder andere Händler mal anschauen, die hier versucht haben, einen Batteriecomputer einzubauen. Daumen hoch, bleibt gesund.